Ja, na, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. In dem Video werde ich scharfe Capsicum Anon Chilis behandeln, zum Beispiel eine Golden Cayenne, eine rote Cayenne. Dann habe ich eine Sorte aus Afrika, die Berber Coffee Brown oder auch die Porto Culebra Fifironca. Ein echter Zungenbrecher ist dabei. Bleibt dran, es zahlt sich aus. Das hier sind die Früchte der Sorte Cayenne. Das ist die rote Variante, die klassische Variante. Die stammt aus den USA. Die sind schon ordentlich scharf, Schärfe von 8. Damit haben sie 30.000 bis 50.000 Scoville. Das ist eine ideale Sorte zum Trocknen. Die haben ein ganz eigenes Aroma. Jeder kennt wahrscheinlich den Cayenne-Pfeffer. Das ist ja eigentlich kein Pfeffer, sondern die gemahlenen, getrockneten Früchte von der Chili-Sorte Cayenne. Die Pflanze ist jetzt ganz gut ertragreich. Letztes Jahr war sie ein bisschen größer und hat mehr drauf gehabt. Aber es ist ja nicht jedes Jahr gleich. Ich bin trotzdem zufrieden. Das, was drauf hängt, reicht für uns auf alle Fälle, damit wir wieder was trocknen können und ein Pulver herstellen. Eine tolle Sorte, die rote Cayenne aus den USA. Hier habe ich eine weitere Sorte der Cayenne, und zwar ist das Cayenne Golden. Die macht eben gelbe Früchte, wenn sie reif ist. Die sind etwas größer als die von der roten Sorte. Ich habe ja zum Vergleich die roten Früchte, also sie sind länger und etwas breiter. Die ganze Pflanze ist aber genauso ertragreich wie die rote Cayenne. Wird circa einen halben Meter hoch, geht bei mir stark in die Breite. Und es hängen jede Menge von diesen schönen knallgelben Früchten drauf. Von der Schärfe ist sie ähnlich wie die rote Cayenne. Schärfe 8, 30.000 bis 50.000 Scoville. Völlig ausreichend. Die kann man dann auch genauso gut trocknen. Oder auch frisch in Salsas reinschneiden. Ich finde jetzt beide Sorten sehr ansprechend, sowohl die gelbe als auch die rote Cayenne. Die Sorte Golden Cayenne aus den USA. Das hier ist eine seltene Sorte aus Mazedonien, und zwar Porto Culebra Fifironca. Die Früchte sind anfangs so hellgelb und reifen dann auf so ein Lachsorange ab. Eine ausgefallene Fruchtfarbe, finde ich. Ich kenne gar nicht viele Sorten, die so abreifen. Die haben eine schöne Schärfe, ähnlich der Cayenne, Schärfe 8, 30.000 bis 50.000 Scoville. Der Geschmack ist dann auch ähnlich der Cayenne. Und natürlich dann auch die Anwendungsmöglichkeiten. Sie haben nämlich dieses typische Cayenne-Aroma. Wenn man jetzt noch andere Cayenne-Sorten hernimmt, ich habe ja heuer eine rote Cayenne und auch eine gelbe Cayenne, dann passt die natürlich wunderbar dazu. Wir werden wahrscheinlich da heuer ein schönes Cayenne-Pulver aus denen machen und die dazu auch trocknen. Wie gesagt, die Sorte stammt aus Mazedonien, ist eher selten zu finden. Mir gefällt sie ausgesprochen gut mit dieser ausgefallenen Fruchtfarbe. Porto Culebra Fifironca. Hier habe ich die Sorte Pusa Chavala aus Indien. Das ist ein echter Klassiker unter den Chili-Sorten. Die wird sehr häufig in Indien angebaut und ist dort ein Standardgewürz der indischen Küche. Die Sorte ist auch bekannt unter dem Namen Finger Hot Pepper. Ich finde die Früchte ausgesprochen hübsch. Die ist nicht einfach nur geradlinig wachsend, sondern hat immer so kleine Knubbel weg. Sieht man auch an den grünen Früchten schon schön. Die reift auf ein schönes Rot ab. Hat eine ordentliche Schärfe von 7 bis 8, also 30.000 bis 50.000 Scoville. Der Geschmack der Früchte ist so leicht nach Apfel schmeckend.
Also auch ausgefallen, nicht nur einfach scharf, sondern auch ein leichtes, fruchtiges Aroma. Die ganze Pflanze ist enorm produktiv. Da im Inneren ist alles voll. Jetzt ist natürlich auch schon sehr viel reif. Dann sieht man die Früchte sehr viel besser, wenn sie auf Rot umschwenken. Sie hat ja auch ein dichtes Laub, die Pflanze. Wird jetzt da so 60 cm bei mir hoch sein in dem Topf. Also ein Topf reicht da völlig aus, wenn man ein paar Früchte ernten will. Eine tolle Sorte aus Indien, Pusa Chavala. Hier habe ich die Sorte Berber Coffee Brown aus Äthiopien. Warum die so heißt, sieht man an den reifen Früchten. Die reifen auf ein schönes Braun ab, dann ist auch das Fruchtfleisch braun. Die sind schon ordentlich scharf. Eine Schärfe von 7 bedeutet etwa 30.000 bis 50.000 Scoville. Die sind nicht allzu dickwandig, haben ein rauchiges Aroma und sind aber sehr saftig. Wenn man sich da die Pflanze anschaut, dann ist die enorm produktiv, finde ich. Vor allem im Inneren. Die hat ja ein sehr dichtes Laub. Aber wenn man da mal die Blätter zur Seite schiebt, dann sieht man, was da jede Menge an diesen schönen braunen Früchten drauf hängt. Eine wirklich ausgefallene Sorte. Aus Afrika stammen zwar einige Chilis, aber an die Sorten kommt man eher schwer ran. Und wie gesagt, die Sorte stammt eben aus Äthiopien. Berber Coffee Brown. Hier habe ich die Sorte San Felipe. Die habe ich schon ein paar Mal immer wieder gezeigt bei meinen Gartenrundgängen, weil sie so toll trägt. Die ganze Pflanze besteht praktisch nur aus Schoten und ein paar Blätter hat sie auch noch. Jetzt sieht man es natürlich schon sehr viel besser, weil die Früchte reif sind. Das sind wirklich herrliche lange Chilis, mindestens 20 cm lang. Die Sorte stammt aus Chile, hat eine Schärfe von 4 bis 6, wobei die meisten eher schärfer sind. Das Scoville werden wir da bei 5.000 bis 10.000 Scoville. Ganz interessant ist der Geschmack. Die haben ein richtiges, rauchig, scharfes Aroma. Die kann man natürlich dann auch sehr gut trocknen oder auch zu Salzes verarbeiten. Die habe ich letztes Jahr schon gehabt und letztes Jahr war es auch in der Best-of-Liste. Einfach eine wirklich tolle Sorte. Gehen wir mal rundherum, schauen wir mal von der anderen Seite. Also wirklich die ganze Pflanze voll mit Früchten. Sie wird auch sehr hoch, ist jetzt schon über einen Meter hoch. Und garantiert wird die nächstes Jahr wieder angebaut werden. San Felipe aus Chile. Hier habe ich noch eine zweite Pflanze von der Sorte von San Felipe. Die steht da in einem neuen Beet. Die ist noch um einiges größer als die Pflanze im Topf. Hat auch diese schönen langen Früchte. Da ist jetzt leider noch nichts reif. Der Standort hier ist ein bisschen schattiger. Das macht natürlich dann gleich sehr viel aus. Aber was man sieht, die Pflanze kann echt riesig werden. Also eine Sorte mit einem enormen Wuchspotenzial. Dass sie große Früchte hervorbringt, weiß ich ja schon. Aber dass sie auch so groß werden kann, das habe ich nicht erwartet. Die ist ja jetzt 1,5 Meter hoch und setzt oben immer noch neue Blüten an. San Felipe aus Chile.